Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist ein Antrag, der eine Vielzahl von Themen berührt, in dem sozusagen alles Schöne, Wahre und Gute noch mal aufgelistet ist. Und das macht es schwierig, ihn zu diskutieren. Weil ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, diese 10 Punkte, die hier angesprochen sind, mal in Einzelanträge zu formulieren. Dann könnte man sie auch im Ausschuss mal im Detail diskutieren, weil ich glaube, jeder dieser Punkte hätte es verdient, im Detail diskutiert zu werden. In der Form des Sammelantrages würde es nicht geschehen. Ich gehe mal auf ein paar Punkte ein. Der erste Punkt, den Sie ansprechen, ist die Frage des Berliner Fuhrparks. Und es ist völlig richtig, mit 0,6% Elektromobilität und mit fast 98% Diesel- und Benzinfahrzeuge mit ein paar Hybridfahrzeugen kann man nicht sagen, dass das Land Berlin an dieser Stelle eine Vorreiterrolle hat. Und das Thema Schaufenster Elektromobilität müsste sich eigentlich auch an dieser Stelle dokumentieren. Und ich glaube, das würde sich lohnen, in der Tat, wenn ich jetzt höre, dass der Senat eine neue Beschaffungsrichtlinie hat, diese mal im Detail zu diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt, welche Kosten etc. etc. und wie zukünftig der Fuhrpark aussehen soll und was möglich ist und was realisierbar ist. Zweiter Punkt, Thema öffentlicher Personennahverkehr stärken. Also das Thema öffentlichen Personennahverkehr stärken könnte man alleine noch mal in 10 Unteranträge aufgliedern, weil wir da ja eine Vielzahl von Maßnahmen haben. Sie sprechen zu Recht an, was wir schon hier zigmal diskutiert haben, das Thema Verkehrsbeschleunigung, die Tatsache, dass von den Ampelschaltungen, wo es eigentlich möglich wäre, sie auf Vorrangschaltung umzustellen, gerade mal etwas mehr als die Hälfte auf Vorrangschaltung steht, ist nicht akzeptabel. Das ist sowohl verkehrspolitisch nicht sinnvoll, das ist ökologisch nicht sinnvoll und es ist obendrein auch für die BVG betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, weil das dazu führt, dass mehr Fahrzeuge in den Umlauf geschickt werden müssen. Das ist teurer und damit ist der Schadstoffausstoß auch höher. Was ich allerdings nicht verstanden habe, muss ich an dieser Stelle sagen, ist in dem Antrag die Forderung, dass die BVG ihre Busse bis zum Jahre 2020 auf Euro 6 Standard umrüsten soll. Die BVG hat vor, in ihrer Planung alle Fahrzeuge bis 2021 auf Euro 6 Standard umzurüsten. Also ich glaube, diese Radikalisierung der Forderung um ein Jahr ist an dieser Stelle nicht notwendig gewesen. Das Thema, was Sie weiterhin ansprechen, Radverkehr. Haushaltsmittel verdreifachen. Das ist ein Anliegen, das wir grundsätzlich teilen. Aber der Kollege Buchholz hat zu Recht auf das Thema hingewiesen, dass gegenwärtig wir schon Schwierigkeiten haben, die Haushaltsmittel zu verbauen, die gegenwärtig im Haushaltsplan eingestellt sind. Und deshalb muss der Flaschenhals, Personalengpass, zu wenig Leute, die in den Bezirken diese Planung machen und damit auch die Umsetzung nicht vorankommt. Dieses Thema muss angegangen werden. Auch das hätte noch mal einer detaillierteren Diskussion in einem eigenen Antrag verdient. Nächster Punkt, Ausweitung der Umweltzone, auch ein diskussionswürdiges Thema. Wie gesagt, ich fürchte, in diesem Sammelantrag werden diese Einzelthemen allesamt wieder untergehen. Man wird sie nicht im Einzelnen diskutieren. Ich will jetzt nicht noch auf die diversen anderen Themen angehen. Reisebuskonzept. Es ist ein Antrag, der eine Vielzahl von Konzeptionen, von Einzelmaßnahmen erfordert. Insofern fürchte ich, werden wir, so wie ich unsere Ausschüsse kenne, die Themen, die zu Recht in diesem Antrag angesprochen sind, nicht wirklich diskutieren, sondern das wird in 20 Minuten abgehandelt werden, wird mit Koalitionsmehrheit abgelehnt werden. Vielleicht sollte man sich dann überlegen, wie man das für die nächste Legislaturperiode im Detail nochmal aufbereitet, weil in dieser Legislaturperiode wird mit diesem Senat so und so bei all diesen Themen nichts Einschneidendes mehr passieren.